Ja, hallo. Wir sind heute im Nordwesten der Insel am Strand von Moshuasi. Das dürfte sowohl mit Abstand der größte Public Beach auf Mauritius sein. Man sieht hinter mir die große, weite, geschwungene Bucht, die von hier aus losgeht und sich dann quasi nahtlos übergeht in den Strand von Trobisch, an dem dann einige Hotels sind. Der Strand hier hat viel zu bieten. Einerseits natürlich, man sieht wunderschönen weißen Strand, türkisfarbenes Meer. Auch das Schöne hier, das Meer ist nicht so flach, wie es häufig sonst auf der Insel ist. Man kommt hier relativ schnell rein und kann schwimmen. Und man hat eine große Bucht, also man kann weit rausschwimmen. Zum Schwimmen wirklich super schön und auch zum Schnorcheln nett hier. Dann hier am Strand, wo ich jetzt gerade sitze, diese Kasuarhelenbäume, die halt schönen Schatten spenden. Das heißt, man braucht nicht mal einen Sonnenschirm mitnehmen, den hat man hier natürlich. Und was es hier auch gibt, sind ganz viele Streetfood-Strände. Also man kann sich hier hervorragend einmal durch die mauritianische Küche durchfuttern mittags von Mien Frit über Gâteau Piment oder Roti und was alles die mauritianische Küche zu bieten hat. Ja, neben Strand gibt es hier noch diverse andere Möglichkeiten, die man machen kann. Man kann hier mit dem Glasbodenboot zum Beispiel rausfahren ans Riff. Dann gibt es hier diese lustigen aufblasbaren Sessel, in die man sich reinsetzen kann und sich über das Meer rüberziehen lassen kann mit ganz viel Speed. Es gibt die Möglichkeit, hier mit einem Unterwasser-U-Boot runterzugehen und sich die Unterwasserwelt anzugucken. Finde ich jetzt persönlich nicht so optimal. Ich bin Taucher und ich finde, wenn man runtergeht, dann sollte man tauchen gehen. Aber es gibt Leute, die finden das toll. In der Hochsaison liegt hier vor dem Strand von Moshuasi noch eine große Plattform. Da passen bis zu 80 Leuten drauf. Da ist auch noch mal eine große Bar drauf. Man kann essen und kann von dieser Plattform aus direkt ins Wasser springen. Ist also auch was ganz Nettes, was man mal so machen kann, wenn man hier in einer Ferienwohnung oder in einem Ferienhaus ist und ja, was anderes machen möchte, als nur am Strand zu liegen. Ja, natürlich ist der Strand hier von Moshuasi auch bei den Einheimischen unheimlich beliebt. Am Wochenende und in Ferien ist hier richtig was geboten. Hier kommen ganze Familien hierher. Die kommen mit ihrem Teppich, damit sie sich draufsetzen können. Die haben ihr Kochgeschirr dabei, die haben ihr Kind dabei, Kind, Kegel und die Oma. Und dann wird hier gegessen, gefeiert, geschwommen, das Wasser genossen und ja, die eigene Insel genossen vor allen Dingen. Die sind gerne auch mal hier über Nacht. In den Ferien hat man hier sogar kleine Zeltstädte. Und die Mauritianer sind hier teilweise ein, zwei Wochen hier am Strand und zelten hier. Ja, was kann man noch über Moshuasi sagen? Ganz klar, hinter mir natürlich die eindrucksvolle Kulisse der Mokka-Berge. Man sieht linker Hand, sieht man den Lipus, heißt so wegen dem Daumen, der so ist. Auf den kann man übrigens super schön hochsteigen von Port Louis aus und hat einen super fantastischen Blick über die Hafenanlage und über die Stadt von Port Louis. Ja, und dahinter noch ist der Peter Bos. Das ist der nächste Gipfel, der hat obendrauf eine große Kugel, naja, so deutlich größer noch. Auch da kann man hochsteigen, allerdings richtig kraxeln, das ist wirklich was für Bergsteiger. Ja, und hier laufen die Wetten, wann dann diese Kugel mal irgendwann runterfällt. Wird sie nicht, also nicht in diesem Jahrtausend. Ja, für Bergsteiger vielleicht auch mal eine Möglichkeit, was anderes zu machen. Ja, damit unsere Strände auch so schön sauber bleiben, wie sie halt im Augenblick sind, sind hier immer die eifrigen Damen von Maxiclean unterwegs, die ja eigentlich jeden Tag unterwegs sind und die Public Beaches fegen. Manchmal immer nicht so sehr effizient, aber zumindest es wird gefegt und der Müll ist weg. Ja, das war es jetzt eigentlich hier vom Nordwesten und eigentlich haben wir die Insel jetzt schon fast einmal umrundet. Was uns noch fehlt, ist der Osten. Da bewegen wir uns als nächstes hin und zeigen euch dann mal die weiten Lagunen, die die Ostküste zu bieten hat. Ja, wir wünschen euch was und wir gehen so langsam ins Wochenende. Bis dann, tschüss.